Servus und hallo meine Freunde zum neuen Video von mir, heute wieder mit FIFA 20, mit dem Karrieremodus. Wir starten mal wieder in der Spur rein, heute. Und zwar wir 6 gegen 1. FC Nürnberg. Es regnet, liebe Zuschauer, das Wetter im Max-Morlock-Stadion, im offiziellen Stadion, also im echten Stadion von Nürnberg. Dann bin ich schon gespannt jetzt auf das Spiel. Nürnberg ist Tabellenführer. Wie sagen wir? Zehnter? So, weil im Vorspann hat es geheißen, Nürnberg ist ein wichtiges Spiel. Genau. Wichtiges Spiel für den Titelkampf. So. Jetzt habe ich aus Versehen wahrscheinlich Ding weggedruckt. Aufstellung. Sorry. Oh, ich laufe da unten nochmal durch. Können Sie sich da auch noch anschauen. Beziehungsweise schauen wir jetzt einfach schnell an. Und zwar spät Nürnberg mit Mantegna im Tor. Pesella, Mühl, Markreiter und Mbaye in der Verteidigung, Geis, Falcao und Behrens im Mittelfeld und Lorenz, Serlak und Medeiros im Sturm. Unser Kader ist bekannt, bis auf den Kelly, Standardaufstellung. Weil der Bayern umgeschlungen ist. Das ist die Aufstellung des 1. FC Nürnberg. Kurze Einschätzung zu ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Ja, gute Grätsche vom Steinhardt. Mit dieser Aufstellung geht 1860 München ins heutige Spiel. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erst. Boah, so viel Glück, wo es jetzt gerade gehabt habe, das ist auch nicht mehr normal. Aber ich entschuldige mich jetzt schon gleich für meine Stimme. Ich war gestern fort und habe noch ein bisschen angeschlagen, die Stimme vom Schreien in der Disco. Oder was hat denn das für Pässe? Klasse Pass! Zu hoch, da kommen sie nicht dran. Gibt Einwurf, ganz eng, wäre fast Ecke gewesen. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball, klasse! Wieder. Schick gespielt. Im Italiano von Ferreira. Und jetzt spielt es so schlecht aus, das gibt's ja nicht. Boah, und Gegner voll in Fuß gespielt. Haben wir einen solid? So ein Scheiß. Damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Aber wenn ich wieder so schlecht im Passspiel bin. Georg Markreiter. Das ist einfach mega schlimm. Giuseppe Pesella. Lawrence.
Ah, come on. Ach, Kim schon. Okay. Habe ich jetzt unter dem Spiel bis dahin gesagt, nochmal. Okay, war faul. Kann Geld geben. Er hält den Ball fest nach diesem Freistoß. Da wollte ich Quiz nicht hin. Und jetzt auf den Ferreira. Oh, der Pass geht nicht durch. So. Macht er gut. Steinhardt. Oh, und da kommt der Verteidiger von Nürnberg noch drauf. So, jetzt sollen wir es sauber aufbauen. Alter, Pikiru liegt doch nicht so weit vor. Kommt der Ferreira nicht hier. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Wollte jetzt eigentlich auch nicht hier. Italiano. Ferreira. Sieht gefährlich aus. Da wird die Flanken geblockt. Der kriegt nicht so gelb. Hier ist der Kilian. Vielleicht hätte er schießen müssen. Und da ist der Ball wieder weg. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Philipp Steinhardt. Nur im zweiten Ansatz wenigstens. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Diese Pässe noch hinten, die kennen halt die noch gar nicht. Sie verlieren den Ball. Ja, der Ball saubert es kurz. Super dazwischen gegangen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jawohl, da ist es 1-1. Zwar auch wieder Glück gehabt, aber Tor ist Tor. Here we go. Klubs mit dem Treffer. Oh Mann. Daniel Wein. Philipp Steinhardt.
Klubs. Oh, den haben wir schon noch mit der Grätsche erwischen können. Lukas Mühl. Einfach mal klären. Weil Bull muss raus. Mech nicht nur Tor kriegen. No. Falsch gelaufen. Schön vom Steinhardt. Schiebelaufen vom Steinhardt. Auch vorn keine Bewegung. Tolles Zuspiel. Oh, das geht im Ball nicht. Scheiße. Das war eine ganz enge Szene. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Super dieses Zuspiel. Ja, könnte was werden. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Oh Mann. Gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Sieht gefährlich aus. Gut verteidigt. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Wollte jetzt eigentlich grätschen, aber ich habe automatisch als im Ballbesitz gegolten. Hab nicht grätschen können. Pekerulu. Pfosten! Das gibt's ja nicht. Pfosten drauf. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Macht er gut. Abwehrversuch scheitert. Und mal mit dem Tor! Was für ein Strahl! Schlechter Abwehr für die Defensive von Nürnberg. Und da ist es. 2-1 für uns. Jawohl! Schön mit dem rechten Abzug. Mit dem Volley. Jetzt können wir hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mit einem Wechsel. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Jawohl. Ferreira läuft sich gut frei. Ferreira mit dem Abschluss, aber Kulten. Ich hab's so gemacht. Da liegt sie noch 100 vor. Hat mir jetzt davor den Wechsel nicht angenommen. Wechselt nämlich jetzt am Pekerulu aus und bringen die Akite und dann Kilian mit seiner gelben Karten wechselt die auch aus. Bringen Bella Kopcha. Da nimmt er ihn lieber runter, bevor er sich noch eine zweite gelbe abholt. Ja, und er war ja in den Zweikämpfen auch deutlich gehemmt durch die Verwarnung. Und das macht es für die Spieler nicht einfacher. Der Ball ist extrem schnell. Es ist schwierig, die Pässe zu teilen. Oh. Sehr guter Einsatz. Und jetzt vorbeigrätscht. Oh, und da krieg ich 2-1. Oh, das ist 2-1. Fuck. Das zeichnet einen echten Torjäger aus. Er steht in
diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Daniel Wein. Oh, ich komme nicht durch. Fuck! Krieg keinen Zugriff nicht. Oh. Scheiße. Ja. Klubs raus, Windsheimerei. Ferreira auf rechts. Schief um Ferreira. Klasse Pass. Sieht gefährlich aus. Gute Aktion. Gut gekehrt. Jetzt lauf Ferreira. Da müssen Sie aufpassen jetzt. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt. Oh, Wein, was war das für Pass? Abseits. Kann die Schnelligkeit von Ferreira nicht ausnutzen. Oh, da verlieren wir 3-2. So ein Mist. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem... Erster FC Nürnberg konnte das in den letzten 10 Minuten den Siegtreffer machen und dieses enge Spiel entscheiden. Wie haben Sie es gesehen? Das war Pech heute. Die Jungs haben heute gut gespielt und normalerweise gewinnen wir so ein Spiel auch. Schade, dass es heute nicht geklappt hat. Aber das müssen wir abhaken und in den nächsten Spielen besser machen. Es war ein schweres Spiel. Was ist heute schief gelaufen? Schwer zu sagen, wir haben uns gut vorbereitet und sind mit einer positiven Einstellung ins Spiel gegeben. Auch wenn du mit 2 Toren hinten liegst, ist es... Alter. Lawrence war heute einer der besten beiden Gegner. War seine Leistung der Grund, warum sie gegen Nürnberg letztlich nichts zu holen war? Lawrence ist ein guter Spieler, einer der wichtigsten bei Nürnberg. Meine Jungs sollten sich das eine oder andere von ihm abschauen. Für diese Aussage. So, haben wir mal eine neue E-Mail. Unsere Ziele sind gefährdet. Ja. Ich habe keinen Spieler in der Jugendakademie. Okay, unser Schweizer Scout ist auch verfügbar. Schickt mir jetzt noch wieder in die Schweiz und der soll auch noch Torhütern suchen. Ach, oh, okay. Wo ist ein billiger?
Kanada, Amerika, Mexiko. Und so hat man in Mexiko ein Torwart. Alter, ich hab nicht mal 45.000 für einen. Tatsächlich, ich hab nicht einmal das Geld, dass ich mir jetzt meinen Scout wegschicke. Leihangebot für Kager. Das nehme ich jetzt einfach mal an. Mal schauen, was sich daraus ergeben würde. So, Bayer kann wieder spielen. Diakite auch. Mir stellt das jetzt momentan ein bisschen, dass die Emojis und anscheinend die Formanzeige wieder eingeführt worden ist. Und diese Formanzeige über den Emojis ist. Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen Bielefeld nicht auf der Bank sitzen werde. Das Team steht noch nicht fest, aber bei meiner Entscheidung werde ich deinen Wunsch berücksichtigen. Sein Problem ist einfach, vor allem steht der Italiano mit einer Gesamtbewertung von 270. Ich lasse auch einen Club jetzt nicht spielen. Also von dem her schaut es halt schlecht aus für die Kaga. Weil du halt nur da spielen kannst. In wer zu meiner Situation, wo es wirklich darum geht, dass man gewinnen, nicht schlechte Spieler spielen lassen, nur weil Spielmengen. Aber Kagel ist eingewechselt worden vom automatischen Trainer als Wechsel für den Windsheimer. Aber Italiano, gut, dass ich nicht ausgewechselt habe, da hat das Siegtor geschossen. Eigentlich müsste der jetzt antworten, ich habe nichts damit zu tun, zum Tor. Also ich danke Ihnen, Boss, dass ich gegen Bielefeld spielen durfte, auch wenn meine Leistung nur mittelmäßig war oder nur mäßig war. Die letzte Leistung war gut, aber es war klar, dass irgendwann auch mal ein Rückschlag kommt. Erhol dich davon und nimm es nicht zu schwer. So haben wir jetzt im Dezember nur ein Spiel. Kager wird ausgeliehen. Ich glaube jetzt eher nicht, dass wir im Dezember nur ein Spiel haben. Genau. Ich steige jetzt in der Transferphase ein. Sag danke fürs Zuschauen. Wünsche euch alle einen schönen Tag noch. Und sag auf Wiederschauen. Reingehauen.